Dann schauen wir nach Karlsruhe zu Frank Bräutigam, dem ARD-Rechtsexperten. Herr Bräutigam, mal ganz einfach gefragt, wie begründet das Gericht jetzt diese ja doch recht weitreichende Entscheidung? Ja, hinter diesem Streit steckt die Frage, wann und für welche Zwecke darf der Bund eigentlich Steuern erheben? Im Kern geht es um Folgendes. Im Grundgesetz gibt es eine Art Katalog, in dem die Steuerarten drinstehen, die der Bund erheben darf. Und da ist ein wichtiger Begriff, der in dem Beitrag eben schon angedeutet wurde, die Verbrauchssteuer. So, und als eine solche Verbrauchssteuer hatte der Bund die Brennelementesteuer bezeichnet. So, und das Verfassungsgericht hat sich jetzt intensiv damit beschäftigt, ist diese Brennelementesteuer wirklich eine Verbrauchssteuer und damit zulässig, und hat dann geprüft, was sind eigentlich die typischen Merkmale so einer Verbrauchssteuer, und ist dann zu dem Ergebnis gekommen, da geht es typischerweise darum, dass man das am Ende auf die Verbraucher abwälzt, zum Beispiel wie bei Benzin oder bei Tabak. Da geht es darum, dass Verbrauchsgüter verbraucht und besteuert werden, auch wie bei den Beispielen, die ich gerade genannt werde. Und hat dann gesagt, hier, da geht es darum, es wird Steuer gezahlt dafür, dass Brennelemente, also Produktionsmittel, verwendet werden. Das sei keine Verbrauchssteuer und deswegen dürfe der Bund diese Steuer auch nicht erheben. Und das hat dann zu dem Ergebnis geführt, das Gesetz war verfassungswidrig. Na, dann fasse ich das mal so zusammen, wie es ehrlich gesagt hier auf den Fluren der Phoenix-Redaktion schon scherzhaft gesagt wurde. Hätte die Bundesregierung dieses Gesetz in andere Tücher gepackt, in andere Worte gepackt, dann wäre man vielleicht am Ende des Jahres 6 Milliarden Euro reicher. Ja, aber dazu hätte man dann auch im Grundgesetz etwas finden müssen, also in dem Katalog eine Alternative finden müssen, um genau so eine Steuer zu erheben. Und das ist gar nicht so einfach. Also da das wasserfest und verfassungsgemäß hinzubekommen, das wäre, glaube ich, gar nicht so einfach gewesen. Um wie viel Geld sprechen wir denn hier, beziehungsweise was sind die finanziellen Folgen? Ich sage immer über 6 Milliarden Euro. Ist es das dann oder könnte da noch mehr auf die Bundesregierung oder den deutschen Steuerzahler zukommen? Also das ist der Betrag, der an Steuereinnahmen da liegt. Den erwähnt auch das Verfassungsgericht heute in dem Urteil. Die Steuer, man muss das ja dazu sagen, wurde bis Ende 2016 erhoben, ist jetzt ausgelaufen. Das sind diese 6 Milliarden, die eingenommen wurden. Wenn es jetzt um mögliche Rückzahlungen geht, dann ist aber noch ein wichtiger Punkt, dass da Zinsen hinzukommen könnten. Also insofern bleiben wir, wenn die Konzerne dann jetzt dies zurückfordern werden, sicher nicht bei diesen 6 Milliarden stehen, sondern da kommt dann noch etwas drauf. Hervorragend. Besten Dank für die Erläuterungen und Erklärungen. Frank Bräutigam nach Karlsruhe.